It's the final countdown. Ja, hallo Internet. Ich habe gerade nur pausiert und einen Cut gemacht, um euch alle zu ärgern, dass ihr jetzt noch ein weiteres Mal klicken müsst. Ich weiß, ich bin furchtbar. Aber ja, wir sind jetzt beim Finale hier im Endkampf gegen den Joker. Und jetzt geht's um die Wurst. Und ich hoffe, ich verkacke nicht zu sehr. Auf geht's! Au! Au! Entschuldige mich, Bats! Kommt rein, Jungs! Ich habe ihn schon für euch weich gekocht! Ah! Und Ringrichter? Wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Was? Lauter! Ja, nehmen die alle mit viel Bedacht auseinander. Ich habe schon leider sehr viel Energie verloren. Das ist echt schlecht, weil ich weiß nicht, ob ich die Chance bekomme, hier nochmal meine Energie aufzufrischen. Hey, ist das Jack Ryders Chopper, den ich das hier? Bewohner von Gotham, genießt diesen Abend. Es wird euer letzter sein. Ich erreiche ihn nicht, leider. Gebt ihm eine Abreibung von mir, Jungs. Er langweilt mich. Na, was denn? Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Ja! Ich verkacke gleich aus dir! Noch mehr Helikopter! Wie aufregend! So, komm her! Runter. Ah, scheiße, den habe ich übersehen! Nein! Kommt, Jungs, hau ihn einfach rein! Ich muss mich an die Stadt wenden! Au. Aber sehr schön, dass man sieht, dass Joker hier auch irgendwelche bescheuerten Scherzartikel im Kampf einsetzt. Ich gebe dir was für die Morgennachrichten, Gotham. So, jetzt aber. Komm runter hier. Was machst du da? Au. Na, Problem mit den Krallen, möchte gern Wolverine. Zeig mir deine besten Schläge, Bats. Ah. Aber sehr gut, dass meine Energie wieder ein bisschen aufgefrischt wurde. Ausscheid, Bats. Meine Leute brauchen. Komm rein, Jungs. Macht ihn für mich fertig! Glaubst aber auch nur du! Und Ringrichter, wie sieht die Runde Ihrer Meinung nach aus? Wenn ich laut sag! Diese verdammten Typen mit den Klingen! Weg da! Bleibt halt gefälligst unten hier. Ich habe eine Nachricht für alle meine mich bewundern. Das hält mich nicht auf. Hör auf zu brabbeln, komm runter hier. Ah.
Dafür wirst du sterben, Pets! Da wäre ich mir nicht so sicher, Mr. J. Lass mal sehen! Au, der hat aber auch eine Reichweite mit seinem Fingerchen. Wie das wohl aussieht, wenn er sich mit den Dingen in der Nase puppelt. Du langweilst mich, Bats. Kümmert euch um ihn, Jungs. Keine Schusswaffen, das ist schlecht. Finde ich gar nicht gut, wenn er mit den Knallstöcken spielt. Komm her hier! Ich schalte dich aus, Kollege! Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst, Bats. Du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen! Bereit zur nächsten Runde? Immer! Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals! Falcon Punch! Ja. Das Gillette-Explosionsgehirn rettet den Tag. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie es aussieht, dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Ach, da drin herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom veränderten Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird. Und Dad? Ich überleb's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komme alleine klar. Ruh dich aus. Du verdienst es. Sei vorsichtig, Jim. Ja, wie könnte es anders sein? Batman entschwindet in seinem Privatjet, ohne sich großartig Tank abzuholen, in die Nacht. Und ja, das war Batman Arkham Asylum. Ich lasse die schönen Credits jetzt hier noch durchlaufen. Und wenn ihr denkt, das Spiel war cool oder das Spiel war gut, dann kann ich euch sagen, Arkham City, der nachfolgende Teil von Arkham Asylum, ist einfach schlichtweg awesome. Wirklich awesome. Ja, also wie gesagt, wenn das Spiel gut war, dann ist Arkham City der Oberhammer. Weil es auf allen Sachen nochmal wirklich eine große Schippe drauflegt. Und auch viele Sachen noch besser macht. Ja. Also, ich weiß noch nicht genau, ob ich ein Let's Play auch von Arkham City machen werde. Oder nicht. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr jetzt das Let's Play von mir hier gesehen habt zu Arkham Asylum und ihr vielleicht Lust bekommen habt, dann spielt auf jeden Fall Arkham City selbst, denn es ist wirklich oberkrass. Es geht auch wirklich noch tiefer in die ganzen Batman-Comic-Hintergründe rein und man hat da auch noch wirklich sehr viel mehr Charaktere, beziehungsweise das Batman-Universum hat generell so viel mehr Charaktere noch zu bieten, die man jetzt hier in dem Spiel gar nicht gesehen hat. Ja, das war jetzt nur eine Handvoll von Bösewichten und Charakteren, die einem hier entgegengeworfen wurden. Und bei Arkham City ist es schon so, dass wirklich fast jeder Furz einen Auftritt hat, was es einfach so gut macht.
Und ja, ich bin jetzt erstmal still, genieße noch ein wenig die Credits. Und ich gehe davon aus, die meisten von euch haben mittlerweile weggeklickt. Das ist verständlich. Immerhin sind wir ja hier immer wieder, oder bekommen wir hier immer wieder dieselben Bilder. Ich selber hätte wahrscheinlich auch weggeklickt. Aber derjenige, der das tut, kommt natürlich nicht in den Genuss von diesem Special Bonus Track. Wie man ihn auch auf gut sortierten LPs findet. Deswegen jetzt hier ein kleines Intermezzo für euch. Na 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 Bacon. Na 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 Bacon. Na 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 Bacon. Na 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 Bacon. Bacon freut sich so sehr auf Arkham Knight. Arkham Knight kommt später im nächsten Jahr raus. Circa im Juni, glaube ich, war es. Dann kommt Arkham Knight raus für PS4. Und das wird der letzte Teil der Batman-Spiele sein. Na 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 na, darauf freue ich mich. Gut. Ich sollte das lieber sein lassen. Mensch, wie lange sind diese Credits denn noch? Das ist ja auch ein schlechter Schnitt. Da haben wir jetzt knapp da 5 Minuten Let's Play gehabt. Und die restlichen 20 Minuten werden befüllt, beziehungsweise die restlichen 15 Minuten werden befüllt von den Credits. Das ist ja irgendwie eine schlechte Rechnung. Und ich frage mich vor allem, da steht der Special Thanks zum Zusehen. Ich danke euch natürlich auch sehr speziell, dass ihr euch dieses Let's Play angesehen habt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob eine gewisse Person namens Sefitz sich das hier angesehen hat. Ja, Sefitz. Ja. Random Fun Fact über mich. Ich bin die letzten 3 Halloween-Partys, auf denen ich war, jedes Mal als Joker gegangen. Jedes Mal in einem anderen Stil. Das war ganz famos.
Einmal als eine Mischung aus dem Comic Joker und dem The Dark Knight Nolan Joker. Einmal als der Comic Joker und einmal als der Comic Joker aus dem neuen 52er Universum mit dem abgetrennten Gesicht. Ja, das sah schön aus. Ich habe mir sogar den Bart grün gemalt. Ja, ja. Jetzt kommen wir schon zu der zu dem Hinweis, dass es ja von DC Comics ist, beziehungsweise die Rechte da liegen. Das heißt, eigentlich sollten die Credits jetzt mal gleich vorbei sein. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob noch irgendwie eine kleine Cutscene oder sowas kam. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Wir werden es gleich sehen. Ah, English Castlist. Der wird hier gleich einen ganz interessanten Namen lesen. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht, wahrscheinlich war das schon. Doch da, Mark Hamill, der Joker. Yep, Mark Hamill. Für euch, oder für die unter euch, die nicht wissen, wer Mark Hamill ist. Mark Hamill ist Luke Skywalker, der Schauspieler. Ganz recht, im englischen Original synchronisiert er den Joker. Und der macht einen unfassbar guten Job. Ja, und sonst so. Ja, 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 schwer die Zeiten, ne? Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Ah, das Endlogo. Jetzt ist aber mal gut. Der Krokodok hat noch nicht zu Ende gespielt. Glückwunsch, du hast den gepanzerten Batsuit für den Herausforderungsmodus freigeschaltet. Ja, danke. Also wir können jetzt hier noch im Herausforderungsmodus ein paar Challenge-Maps spielen und so weiter. Könnten uns nochmal die Charakterbiografie noch einmal zu Genüge führen. Übrigens diejenigen, die fehlen, das sind jetzt die Leute, wo ich irgendein Riddler-Rätsel nicht gelöst habe und deswegen nicht den Eintrag bekommen habe. Könnten wir unter Figuren hier, könnten wir uns nochmal die Ingame-Figuren ansehen. Ja, aber mehr gibt es jetzt hier eigentlich nicht mehr zu tun. Und deswegen bedanke ich mich bei euch, dass ihr dieses Let's Play geschaut habt. Vor allem, wenn ihr jetzt die Credits wirklich noch bis zum Ende euch angetan habt. Vielen Dank dafür und mit diesen Impressionen sage ich bis zum nächsten Let's Play und tschö mit Ö.